René kann nicht richtig schlafen. Manchmal schläft er nächtelang sogar gar nicht. Ja, bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. Einfach jeden Tag müde. Das macht mich wütend und traurig. Man nennt das chronische Schlaflosigkeit oder auch Insomnie. Und das hat nichts zu tun mit jeder ist mal müde, sondern ist eine richtig harte Einschränkung. Bei mir ist alles öde und anstrengend. René nimmt im Moment ein starkes Schlafmedikament. Das Problem dabei, es macht ihn noch müder. Patienten mit so einer Erkrankung wie sie sind natürlich eine Herausforderung für einen Schlafmediziner. Wie kann René so leben und gibt es noch was, das ihm helfen könnte? Hi! Ich mach mal so. Hi. Dankeschön. Was ist denn chronische Schlaflosigkeit? Also bei mir bedeutet es, dass ich nicht gut einschlafen kann. Ich kann nicht gut durchschlafen und ich wach meistens früher auf, als ich eigentlich wollte. Bei mir gibt es halt auch regelmäßig leider so Zeiten, wo ich dann gar keinen, also die Nacht gar nicht schlafe. René, du hast ja auch für uns Videotagebuch geführt. Wollen wir uns das einmal angucken? Gerne. Ich habe immer noch nicht geschlafen und ja, bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. Eine Sekunde bevor ich eingedämmert bin, wie wenn dann so ein Schalter umgelegt wurde in meinem Gehirn, war ich richtig hibbelig und fahrig und unruhig. Und hast du dann noch geschlafen? Nee, an dem Tag nicht mehr. Und wie ist dann so ein Tag, wenn du die Nacht vorher durchgemacht hast? Unbeschreiblich, also... Ich habe überhaupt nichts geschafft. Ich glaube, ich lag einfach nur im Bett und habe nichts gemacht. Ist es irgendwann mal so, dass du morgens aufwachst und das Gefühl hast, du bist ausgeschlafen? Nein. Das war seit ich 15 bin nie so. Mittlerweile ist halt so, wenn ich eine Nacht nicht geschlafen habe, dann kann ich nicht in die Schule gehen, dann muss ich mich krank melden, weil dann geht gar nichts. René hat seinen Schulabschluss geschafft und beginnt gerade die Ausbildung zum Erzieher. Früher hat er Sport gemacht und Kinder trainiert. Das musste er aufgeben. Diesen Ort besuchen wir gleich noch. Hast du soziale Kontakte? Nee, habe ich leider gar nicht. Durch die Schlafstörungen war ich auch oft nach der Schule halt einfach nicht mehr in der Lage, dann irgendwas noch zu machen und natürlich dann auch keine sozialen Kontakte wahrzunehmen und ja, es einfach nur belastend. Wie geht's dir jetzt? Ja, jetzt bin ich, wenn ich so daran denke, echt traurig, weil ich habe einfach so viel verpasst und auch so ja, den Anschluss verloren. Wie ist dein Leben? Eigentlich so, wie du meine Wohnung hier beschrieben hast. Karg und langweilig vielleicht auch. Bist du dann zum Arzt gegangen oder wie ging es dann weiter? Damals wurde bei mir Depression diagnostiziert, weswegen ich dann auch stationär in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war. Und dort haben die das halt auch gemerkt, dass ich schlecht schlaf. Und dann haben die mich also langsam erstmal so mit so ja, Duftölen und so ganz viel, was da alles so gibt, langsam rangeführt, dass ich vielleicht dadurch schlafen kann, auch so Schlaftees. Wie sieht's mit Medikamenten aus? Also ich nehme aktuell 2 Antidepressiva. Zum Schlafen. Die haben beide eine antidepressive Wirkung. Die muss ich jetzt also deswegen aber nicht mehr nehmen, weil ich jetzt seit irgendwie einem Jahr ungefähr frei bin von Depressionen zum Glück. Aber ich muss sie halt noch nehmen, damit ich gut schlafen kann. Das hier, das ist jetzt dieses zum Schlafen. Das hier ist, wenn man morgens zu träge ist und nicht aus dem Bett kommt. Und das ist ja bei mir beides der Fall. Das heißt, René nimmt das eine Medikament zum Einschlafen, aber weil es auch über die Nacht hinaus müde macht, braucht er das zweite zum Wachwerden. Ein Teufelskreis. Er hat so ziemlich alles durch, was es an Hausmitteln gibt. Düfte, CBD-Öl, pflanzliche Präparate, Meditation. So richtig hilft aber nichts. Was wünschst du dir denn? Ich habe echt die Hoffnung, dass ich irgendwas finde, was mir hilft und wo ich dann einfach von den Medikamenten loskomme. Ich bin total gespannt, ob René mit den Hausmitteln und mit den Schlafmedikamenten jetzt schon alles ausgeschöpft hat. Und das will ich auch noch mit einer Verhaltenstherapeutin und einem Mediziner abklopfen. Aber vorher gehen wir jetzt erstmal zu einem Ort, der René ganz viel bedeutet hat, bevor das mit der Schlaflosigkeit losging.
René hat immer Sport gemacht und Kinder trainiert, auch während er Depressionen hatte. Je länger er aber nicht richtig schlafen konnte, umso erschöpfter ist er geworden und hatte irgendwann keine körperliche Kraft mehr dafür. Hier hat er immer trainiert. Es fühlt sich eigentlich an, als wäre ich ja vor einer Woche eigentlich das letzte Mal hier gewesen. Fehlt dir der Sport? Ja, auf jeden Fall. Einfach der Austausch, das Hallo sagen, wie geht's dir, erzählen, was man die Woche so gemacht hat. Wenn jemand ein Kind Hilfe gebraucht hat, wenn der Schuh aufgegangen ist. Und wenn die dann herkommen oder wenn die einfach so sagen, ich hab dich gern. Die häufigsten Auslöser für Schlafstörungen sind Stress, schlechte Schlafgewohnheiten oder psychische Erkrankungen. Wenn eine psychische Erkrankung die Ursache ist, spricht man von einer sekundären Insomnie. Das heißt, nicht schlafen können ist ein Symptom. Eine Behandlung ist dann mit Medikamenten möglich und mit Psychotherapie. Entweder tiefenpsychologisch oder eine Verhaltenstherapie. Medikamente und tiefenpsychologische Therapie hat René schon hinter sich. Wir fragen noch eine Verhaltenstherapeutin nach Tipps. Ein typischer Tipp wäre hier, dass man sämtliche Uhren aus dem Schlafzimmer verbannt. Was auch tatsächlich empfohlen wird, ist aber die kognitive Verhaltenstherapie. Dies hat zum Ziel, dass man das schlafstörende Verhalten nach und nach abbaut und zum anderen, dass man Expertin für seine eigene Schlafproblematik wird. Eine der effizientesten Strategien stellt dabei die Bettzeitrestriktion dar. Bei der Bettzeitrestriktion schaut man sich erstmal die durchschnittliche Gesamtschlafzeit pro Nacht an und verkürzt daraufhin die Bettliegezeit. Schläft man also im Durchschnitt nur 5 Stunden pro Nacht, so darf man während dieser Übung nur noch 5 Stunden pro Nacht im Bett liegen. Würdest du das auch mal ausprobieren? Es wäre eine Überwindung. Ich glaube, ich würde es ausprobieren. Einfach aus der Not heraus, aber es wird definitiv eine Überwindung. Weil ich neige schon dazu, wenn ich müde bin, und das ist ja quasi immer der Fall, dass ich dann auch ins Bett gehe. Und ich kann gut vorstellen, dass das ja was bringt. Es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Ich treffe bei Reporter oft Menschen, die ein ganz anderes Leben führen als ich. Wenn ihr das nicht mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne und aktiviert auch die Glocke. Nach dem ersten Tag mit René geht mir nicht mehr aus dem Kopf, was für krasse Auswirkungen es hat, wenn man einfach nicht richtig schlafen kann. In der Recherche erfahre ich, dass sich viele Betroffene scheuen, Hilfe zu suchen, denn es ist gesellschaftlich viel anerkannter, einen Kaffee mehr zu trinken, anstatt eine vermeintliche Schwäche zuzugeben. Am nächsten Tag gehen wir zusammen zum Schlafmediziner, denn Schlaflosigkeit kann auch körperliche Ursachen haben. Im Schlaflabor kann Herr Berger genau untersuchen, was im Schlaf passiert. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dann habe ich 22 Nöpsis am Kopf. Das Problem ist nicht für den Patienten, das Problem ist der das ankabelt oder die das ankabelt. Ne? Manche PatientInnen wachen zum Beispiel ständig auf, weil sie nachts keine Luft mehr bekommen. Das sieht er dann am Monitor. Zunächst werden körperliche Beschwerden abgeklärt. Außerdem fragt er im Gespräch nach der persönlichen Situation. Kindheit, soziale Beziehungen, Ausbildung. Es geht viel um Renés psychische Erkrankung. Alles, was irgendwie für einen guten oder schlechten Schlaf wichtig sein könnte. Körperliche Probleme sind es hier aber wahrscheinlich nicht. Ich bin mir mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass Sie ganz, ganz, ganz viele gute Strukturen im Schlaf haben. Was sicherlich halt ist, ist diese Unruhe. Es bleibt die psychiatrische Erkrankung. Also die Möglichkeit besteht tatsächlich, diese Funken Lebensqualität, das Sie unbedingt noch haben wollen, tatsächlich rauszuholen. Also würden Sie eher auf Medikamente statt auf Psychotherapie setzen? Psychotherapie immer. Okay. Immer als eine Säule, die mitgeht. Aber ich befürchte, dass die Psychotherapie alleine nicht hilft. Es gibt bestimmte Formen von Beschwerden, wo wir gar nicht dran vorbeikommen, auch medikamentös zu helfen. Da sehe ich natürlich extrem viele Möglichkeiten, wenn man solche medikamentöse sinnvoll, gezielt, individuell, begleitend, erklärend einsetzt. Patienten mit so einer Erkrankung wie Sie sind natürlich eine Herausforderung für einen Schlafmediziner. Sie müssen damit rechnen, dass Sie ein Leben lang mit der Insomnie zu tun haben. Aber umso mehr ist es mir wichtig, dass wir, was Ihre Schlafqualität und Ihre Lebensqualität anbelangt, begleitend immer auch helfen können. Ich bin mir sicher, dass Sie damit auch gut zu leben und zu schlafen lernen. Okay, ja danke schön. Okay. Alles Gute, ja. Vielen Dank. René, was sagst du? Mir hat vor allem sehr geholfen, was er gesagt hat, auch, dass er das nochmal mit den Medikamenten angesprochen hat.
dass man das so ein bisschen differenzierter sehen muss. Und da werde ich dann auf jeden Fall noch mit meinem Psychiater noch mal drüber reden und dann vielleicht mal noch schauen nach einer Verhaltenstherapie. Es gibt mir auf jeden Fall auch sehr viel Hoffnung, dass er gesagt hat, dass es auf jeden Fall machbar ist, dass man trotz Schlafstörungen den Alltag gut hinkriegen kann. Ja, ich danke dir, René. Bis dann. Tschüss. Ciao. 6 Jahre lang keine Freunde treffen und nichts machen außer Schule und Haushalt, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Ich finde es so krass, dass René durch die Schlaflosigkeit und die Depression so vereinsamt ist. Und umso beeindruckender finde ich es, dass er nicht völlig fertig ist und aufgibt, sondern weiter nach Lösungen sucht. Wenn man nicht schlafen kann, dann hat das einen Grund. Und bei René ist das wahrscheinlich eine psychische Ursache. Und wenn diese Schlaflosigkeit noch nicht weg ist, dann lohnt es sich einfach, noch weiter nach Lösungen zu suchen und entweder noch mal Therapie zu machen oder zum Psychiater zu gehen. Was ich spannend fand, war, dass Dr. Berger auch gesagt hat, dass René wahrscheinlich sein Leben lang mit der Insomnie zu tun haben wird, dass es aber besser werden kann mit der Zeit. Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen wie René gemacht, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Hier bei Reporter treffe ich oft Menschen, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Wenn euch das genauso interessiert wie mich, dann abonniert uns doch gerne und aktiviert die Glocke. Eine weitere psychische Erkrankung ist PTBS, eine posttraumatische Belastungsstörung. Und ich habe Franzi getroffen, die das hat. Hi Franzi, bist du noch da? Also die Franzi, die ist nicht so ganz da. Das macht mir sehr starke Angst. Und dann verliere ich auch total die Orientierung. Wie Franzi damit durch ihren Alltag kommt und wie ein Hund ihr dabei hilft, das seht ihr hier. Und eine weitere Erkrankung, die mit Schlaf zu tun hat, ist Narkolepsie. Unsere Kollegen von True Doku haben dazu einen Film gemacht, den findet ihr hier.